Normal. Ja, du bist ja schon ein. Nimmst du ja auch noch so eine E-Bike irgendwann weg? Gleich geht's los. Ich bin gespannt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und dann 40 Kilometer Mountainbike-Marathon. Und die 25. Ja, mein lieber Sven, es gibt auch Leute wie die, die hier die Strecke mit benutzen. Wo kommt sie denn? Jetzt wird geschoben, weil das hier so hardcore ist. Warum hier der Fotograf ohne Helm rumfährt, ist mir auch so ein bisschen rätselhaft. Ich filme gar nicht. Ne, ich mach nichts, ich kratze mich nur am Helm. Na, wenn das so weitergeht, dann zum Weg zurück oder so. Zurück ist auch nicht heute. Weil das ist ja nicht die klassische Mountainbike-Strecke drumherum. Nicht. Ja, so wie ich das sehe. Guck nicht so entspannt. Also, wir sind hier auf der Mountainbike-Strecke bei Kilometer 15,56. Es ist anstrengend. Sven, was hast du für eine Strecke gebaut? Oh, wie gemein. Aber die Teilnehmer sind guten Willens und gut gelaunt. Wenigstens das. Und geben alles. Manchmal reicht es nicht. Legendäre Rennasphalt. Und wahrscheinlich eine der geilsten Rennstrecken für Radrennfahrer überhaupt. Es geht los in 15 Sekunden. Pedale in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! 4 Stunden weiter mit 2017! Alter, wo sind wir denn hier bei den Hottentotten oder was? Na, auch schon da. Du warst noch bei McDonald's oder was? Ja, ja. Und? Ich hab so. Jo, viel Spaß! Jetzt zu spät. Ich habe ja gesagt, du kannst liegen bleiben. Was? Zu spät, wir haben gewechselt gerade. Kannst du wieder hinlegen. Dann jetzt 10 Kilometer her, das ist Spaß. Dann war der Spaß vorbei. Komm, wir sind hier auf Gang. Spaß. Aber mit Pfeifen dabei. Dann geh doch zu Netto! Du doof musst du! So. In the middle of the night, du helfst mir das Licht gut rein. Teaser Tuning. Gaffa? Heute habe ich meinen Kurtreifen mit einem Kabelbinder versucht zu reparieren. Reingesteckt, rausgezogen, Kabelbinder kam raus, gefahren, flup, 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 flup raus. Klar. Nicht schlecht. So, das war's. Party's over.
gleich geht zurück mit Benita nach Hamburg. Tolle Veranstaltung, danke für Svens Unterstützung und danke an das Team Pirate, war ein tolles Wochenende. Nächstes Jahr sind wir bestimmt wieder dabei, wahrscheinlich aber mit Mountainbike. Die Straße kennen wir ja jetzt. Bis dann, tschüss.